Was geht denn jetzt? Vielleicht ist er so schnell gerannt, damit er da helfen kann. Wer kommt denn da zum Beispiel? Also Storylaufband sagt ja der Name, es geht da um Geschichten, die so irgendwie am Band fließen bei den Kindern. Ne? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Kindern immer wieder zeigen, Sprache kann unterschiedliche Wege gehen. Ne? Wir können vorlesen, wir können auch ein Theaterstück spielen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, über Wünsche oder alles Mögliche, was die Kinder gerade berührt oder was sie umgibt, ja, sich auszutauschen. Okay, also. Da haben wir irgendwas für mehr, für Wasser? Ich habe eine Skizze angefertigt, wie ich das haben möchte, was das Band können muss. Und ja, mein Mann ist da affin und da haben wir uns beide hingesetzt und haben dann gesagt, okay, Skizze ist da, was braucht es? Welche Größe soll es haben? Der Prototyp ist auch der Endtyp geworden. Also es gibt keinen zweiten davon und funktioniert und ist super. Es gibt so ein paar Positionen, die besetzt sein müssen. Es muss jemand an diesem Rad stehen, der dieses Laufband bewegt. Es muss jemand da sein, der auch die Geschichten rauflegt, also was soll auf dem Laufband erscheinen. Und da muss es auch noch jemand geben, der vielleicht die Geschichte erzählt dazu. Und welche, die sagen, oh Mensch, wir basteln was dazu. Und es geht auch immer darum, gar nicht unbedingt, dass es eine fertige Geschichte oder schon eine, die es gibt, nachgespielt wird, sondern es bleibt in der Fantasie der Kinder. Dieser Tisch, wo das Storylaufband, die Kamera, der Beamer steht, das ist so ein winziger Raum, wo ganz viel passiert. Und das ist das, wo ich sage, tatsächlich, das ist wundervoll, wenn Kinder immer wieder reinkommen in dieses Strudeln. Und wenn ich dann gesagt habe, oh, ich glaube, gleich ist die Geschichte zu Ende, wo sie dann losgerannt sind und neue Ideen geholt haben. Ja. Und wenn man dann genau zuhört, wenn man sich dann zurücknimmt in diesem Tun, wo man dann sagt, okay, jetzt läuft es gerade vor den Kindern selbst und man nur zuhört, was so passiert. Es ist unglaublich. Was könnte der Hund mit dem Herz machen? Die Eltern waren davon sehr begeistert, weil das eben eine andere Möglichkeit ist, mit den Kindern Gespräche zu führen oder Sprachanlässe zu schaffen. Trotzdem lernen sie die Videokamera kennen, sie lernen den Beamer kennen und auch die Technik des Ganzen an Laufband. Ja, womit gehen Kinder raus? Ich glaube, mit einem ganz großen Gefühl an Stolz, dass da ganz viel geschaffen wurde einfach. Dann aber diese Kombi da draus, aus diesen verschiedenen Materialien, aber eben auch aus dieses Verständnis von der Welt am Ende. Ne? Also das Wasser, das Boot, wo ist die Sonne oder das ist der Vollmond. Naja, wenn die Sonne untergeht, danach kommt der Mond. Also auch da wissenschaftliche Erkenntnisse zu haben. Ne? Die Kinder erleben auch so ein Stück weit Allgemeinbildung in diesem Rahmen, ohne dass es für sie sehr bewusst ist. Das ist nur für uns als Erwachsener hörbar. Es ist schwierig nachzubauen, tatsächlich. Ich habe auch eine PDF davon erstellt, was man so braucht. Aber ich glaube, dass einfach so diese Handhabentechnik, die da drin ist, das sind ja auch so eine Laufräder, so eine Kugellager, die eingefräst werden müssen, dass es da schon ein bisschen kompliziert ist. Aber nicht unmöglich, sagen wir es mal so.